Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution Video. Und ihr seht schon hier, wir machen heute ein Ziegenbattle Royale. Nee, Quatsch. Wir werden uns heute mal die 5 neuen Velociraptoren-Skins angucken, die mit dem Return to Jurassic Park DLC dazugekommen sind ins Spiel. Das sollen die 5 Original-Skins aus den Filmen sozusagen sein, also aus den 3 Jurassic Park-Filmen. Und ja, das Ganze habe ich ja schon mit den T-Rexes sozusagen gemacht. T-Rexes, ist das die Mehrzahl? Ich weiß es nicht. Da habe ich das ja auch so ein bisschen mit Screenshots aus dem Film verglichen. Genau das Gleiche werden wir heute auch machen. Und bei den T-Rexen war es ja auch, ja, ein bisschen komisch teilweise. Also guckt euch das Video an, ist unten in der Videobeschreibung, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ich konnte leider die Kommentare von dem Video auch noch nicht lesen, deswegen weiß ich noch nicht, was ihr dazu geschrieben habt. Aber wie gesagt, wir werden uns heute mal die neuen Skins von den Raptoren angucken. Und ich bin sehr gespannt. Hier haben wir zum einen das 1993-Muster. Das ist das Originalmuster aus dem Jurassic Park 1-Skin. Aus dem Jurassic Park 1-Film, Entschuldigung. Dann haben wir das 1997-Muster männlich. 1997-Muster weiblich. Das sind die beiden Raptoren aus dem Jurassic Park 2-Film, also Vergessene Welt. Ich finde es sehr, sehr cool, dass die in Geschlechter unterteilt waren. Wenn ich dich alles täusche, waren ja auch die Raptoren eigentlich so die ersten Dinosaurier, die angefangen haben zu brüten. Ich glaube, die haben schon im ersten Teil wurden Eier entdeckt, oder nicht? Ich glaube schon, ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, aber ich glaube, der Raptor hat schon im ersten Teil angefangen zu brüten. Weil eigentlich war es ja in Jurassic Park damals so, dass alle Dinosaurier weiblich waren, damit die sich nicht vermehren können. Aber ich glaube, der Raptor hat direkt schon im ersten Teil Eier gelegt. Und zu guter Letzt haben wir hier noch das 2001-Muster männlich und 2001-Muster weiblich. Das sind die aus Jurassic Park 3, die Raptoren. Was mir als erstes auffällt, also in den Filmen waren meistens sogar noch mehr Raptoren als nur 2 zum Beispiel zu sehen. Also hier waren ja auch zum Beispiel 2, aber die sahen, glaube ich, gleich aus. Ja, in dem Film weiß ich es gar nicht mehr. Und in diesem Film waren, glaube ich, auch eine größere Gruppe an Raptoren. Aber da sind wahrscheinlich dann nur die beiden Hauptskins sozusagen in das Spiel gekommen. Das ist ja auch an sich nicht schlimm. 5 neue Raptoren-Skins ist mega, mega nice. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weiterschnacken, lassen wir mal den ersten frei. So, und da haben wir ihn, den 1993 Velociraptor. Den werden wir gleich auf jeden Fall auch noch mit ein paar Screenshots aus dem Film vergleichen. Aber ich muss jetzt erstmal so schon sagen, der sieht auf jeden Fall viel, viel cooler aus als die Raptoren vorher. Der Raptor an sich wurde ja auch geremodelt von der Optik her. Und gerade beim Raptor ist es krass, wie viel Arbeit die Entwickler ja, in diesen gesteckt haben. Das werdet ihr später auch noch bei den ganzen anderen Skins sehen, weil die Skins unterscheiden sich nicht nur von der Farbe her, sondern die haben auch von der Form und Shape, sagt man glaube ich im Englischen, ja auch Unterschiede, wie sie halt im Film solche besonderen Merkmale und sowas, aber das werdet ihr alles später sehen. Der Skin hier an sich sieht auf jeden Fall richtig, richtig cool aus, eine richtig coole Färbung, sehr schön getarnt, so bräunlich, schwarz, grau, beige, alle Farben so ein bisschen mit rein, dann auch dieser richtig gefährliche Blick. Gefällt mir richtig, richtig gut. Wir werden auch gleich den Raptor nochmal mit ein paar Screenshots aus dem Film direkt vergleichen. Und dann sehen wir auch, wie nah die Entwickler an das Original rangekommen sind. Bedenkt allerdings wieder dabei, bei den Screenshots ist es teilweise sehr, sehr schwer, die Farbe richtig zu erkennen, weil die Lichtverhältnisse im Film halt meist sehr düster und ja anders halt sind wie jetzt in-game. Und ja, das müsst ihr mal so ein bisschen bedenken. Also ein paar Farbunterschiede werden immer da vorhanden sein, aber darauf gehen wir jetzt auch gleich nochmal genauer ein. Auf dem ersten Bild sehen wir schon mal ganz gut hier den Kopf und ich finde, der ist wirklich von der Form her nahezu identisch. Also da fallen mir nicht viele Unterschiede auf. Sieht richtig, richtig cool aus. Also die haben das wirklich fast original wie beim Film hinbekommen. Auf dem Screenshot hier an sich ist das Ganze jetzt so ein bisschen dunkler von der Hautfarbe, aber ich glaube, das liegt einfach nur im Licht. Also ich glaube, die Hautfarbe kommt schon ziemlich nah an das Original ran. Hier sehen wir ihn jetzt auch nochmal von der Seite und auch hier, wenn ihr auf die Kopfform achtet und die Zähne und alles, ich finde, es ist wirklich nahezu identisch. Das ist übrigens auch eine sehr coole Szene in dem Film hier. Der 1993er Jurassic Park 1 Film ist ja auch mein Lieblings-Jurassic Park Teil.
Und hier haben wir auch nochmal eine ganz tolle Szene, nämlich diese Schlussszene, wo er gegen den T-Rex kämpft. Hier habe ich es leider nicht ganz geschafft, das originalgetreu nachzustellen, weil er hat leider den Mund geschlossen auf meinem Screenshot in-game. Aber ich denke, man sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr gut, dass das Model richtig gut geworden ist und wirklich nahezu identisch aussieht. Also ich muss wirklich sagen, beim 1993 Velociraptor bin ich wirklich mega beeindruckt. Also er ist richtig nah am Original dran. Ich kann kaum Unterschiede erkennen. Falls euch irgendwas aufgefallen sein sollte, was jetzt vielleicht nicht so original ist, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Aber für mich persönlich ist dieser 1993er Skin wirklich perfekt und einfach 1:1 mit dem Original identisch. So, das ist jetzt der männliche Raptor aus dem zweiten Jurassic Park Film Vergessene Welt von 1997. Und dieser ist wirklich sehr, sehr bekannt und beliebt bei den Fans. Die meisten nennen ihn den Tiger Raptor, weil er halt von der Färbung und der Maserung einem Tiger sehr, sehr ähnlich ist. Schön mit diesen schwarzen Streifen auf dieser rot-braun-orangelichen Haut. Ich finde das mit den Farben immer sehr, sehr schwierig, aber die Farben sind ja auch immer so ein bisschen gemixt miteinander. Aber wir gehen da gleich noch ein bisschen mehr drauf ein, nämlich wenn das Weibchen auch freigelassen wurde. Und da haben wir den weiblichen Part zu unserem Tiger Raptor. Ich weiß gar nicht, ob man ihn auch Tiger Raptor nennen kann. Wahrscheinlich eher nicht, weil die Streifen sind hier auf jeden Fall um einiges blasser als bei dem Männchen. Aber bevor wir jetzt weiter drauf eingehen, würde ich sagen, wir schauen uns die mal direkt nebeneinander im Vergleich an. Und dann kann man das viel, viel besser sehen, die Unterschiede. Zu dem Jurassic Park 2 Raptoren, beziehungsweise den Tiger Raptor, oder Raptoren, ich weiß gar nicht, ob beide so genannt werden, kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich die in Film mit den Screenshots auf jeden Fall zusammenfassen werde, weil ich die sowieso nicht unterscheiden kann. Weil es gibt lediglich Szenen, die in der Dunkelheit spielen und deswegen ist es einfach super, super schwer, die beiden auseinanderzuhalten, weil die sich halt auch sehr ähnlich sehen. Das ist jetzt hier das Männchen. Oh, dieses Auge ist cool, ne? Also ich muss wirklich sagen, der Tiger Raptor hier, der ist ja von vielen wahrscheinlich der Favorit. Und ich muss auch sagen, bei mir steht er sehr, sehr weit oben auf der Liste. Ist aber nicht der coolste Raptor-Skin. Zu dem kommen wir nämlich gleich noch, den ich zumindest persönlich am coolsten finde. Aber sieht schon sehr nice aus, ne? Das ist dieses Auge, dann diese Farbe. Boah, es ist schon ein Traum. So, gehen wir mal über zu dem Weibchen. Das Weibchen sieht eigentlich ziemlich identisch aus, nur hat es nicht so satte Farben und die Streifen sind halt nicht so dunkel und sowas. Ist halt alles so ein bisschen blasser bei dem Weibchen, habe ich das Gefühl. Deswegen ist im Prinzip das Männchen ja eine coolere Version von dem Weibchen, würde ich jetzt so sagen. Einfach weil die Farben satter sind, weil es knalliger ist und sowas. Aber ihr seht schon, man kann die wirklich schwer auseinanderhalten. Die sehen schon sehr identisch aus, bis auf die Streifen halt. Hier sieht man es, glaube ich, gerade ganz gut. Und wie gesagt, deswegen werde ich die jetzt auf den Screenshots, wo wir die vergleichen werden, auf jeden Fall auch nicht trennen. Also ich werde sowieso nicht auseinanderhalten können, welcher jetzt im Film gerade gezeigt wird. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die ganzen Screenshots alle im Dunkeln sind, weil die Szenen halt alle im Dunkeln sich abgespielt haben. Aber hier auf dem Bild kann man eigentlich relativ gut die Farben von dem Raptor im Film erkennen. Und ich muss schon sagen, es sieht schon, wenn ich es so vergleiche, relativ identisch aus. Auch von der Augenfarbe her und von der Hautfarbe. Vielleicht ist es im Film noch so ein bisschen orangener, die Farbe. Ich kann es aber nicht ganz genau sagen. Schauen wir mal weiter. Ich zeige jetzt übrigens gerade nur das Männchen, weil ich glaube, das wurde auch hauptsächlich im Film gezeigt. Und ich finde auch auf diesem Bild, man sieht es zwar auch sehr, sehr schlecht, weil es dunkel ist, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es im Film alles so ein bisschen orangener ist. Kann natürlich sein, dass ich mir das einbilde. Und auch diese schwarzen Flecken auf dem Kopf sind schon noch ein bisschen anders, ne, als jetzt hier in-game. Ja, das Problem ist natürlich auch auf diesen Screenshots,
Das kann natürlich viel mit den Lichtverhältnissen zu tun haben, weil es halt im Film sehr, sehr dunkel ist. Aber leider gab es im zweiten Teil nicht allzu gute Möglichkeiten, Screenshots zu machen, weil es halt eigentlich nur eine große Szene gab von den Raptoren. Und die war halt leider bei Nacht. Und deshalb ist das mit den Farben sehr, sehr schwer. Aber ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint. Ob der Skin im Film noch ein bisschen orangener ist oder ob die Farbe schon ganz gut hinkommt. Was meint ihr? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Auch hier kann man Ähnlichkeiten auf jeden Fall erkennen. Aber ich finde, im Film wirkt es einfach orangener. Aber das war es jetzt auch eigentlich schon mit Screenshots. Ich finde, der Tiger Raptor ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Aber ich bin mir, wie gesagt, nicht ganz sicher, ob die Farbe in-game wirklich mit der Originalfarbe aus dem Film übereinstimmt. Weil ich persönlich halt das Gefühl habe, dass er im Film so ein bisschen orangener war. Aber das ist halt schwer einzuschätzen wegen den Lichtverhältnissen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare eure Meinung dazu. Und jetzt gehen wir mal über zum dritten Jurassic Park Teil. Und da haben wir den ersten Dinosaurier aus dem 2001 Jurassic Park 3 Film, nämlich das Raptorenweibchen. Ich weiß, beim letzten Film habe ich mit dem Männchen angefangen, aber diesmal fange ich absichtlich mit dem Weibchen an, weil das Männchen ist mein Lieblings-Raptoren-Skin in dem gesamten Spiel, den es momentan gibt und wahrscheinlich in den gesamten Jurassic Park-Franchise, würde ich jetzt sagen. Aber ich muss sagen, dieser Skin ist auf jeden Fall auch mein Top-2-Skin. Also den finde ich am zweitcoolsten, noch vor dem Tiger Raptor. Ich weiß, viele von euch werden jetzt wahrscheinlich sagen, wie, der Tiger Raptor ist doch viel cooler. Aber ich persönlich finde diesen Skin noch eine Nummer cooler als den Tiger Raptor, muss ich echt sagen. Also die Farbkombination gefällt mir sehr, sehr gut. Dieses helle, fast schon weiße und dann diese dunklen, schwarzen Akzente. Ah, das ist schon ein Traum. Und dann diese stechenden, orangenen Augen oder bernsteinfarbenen Augen. Das sieht schon richtig, richtig nice aus. Und ich finde es auch richtig cool, dass bei den Jurassic Park 3 Skins nicht nur diese Optik verändert wurde, sondern auch die Form von dem Gesicht und von dem Kopf und sowas. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns nochmal jetzt ein bisschen genauer an. Hier sehen wir jetzt nämlich im Hintergrund nochmal als Vergleich hier links den ganz normalen 1993 Raptor und hier rechts das Weibchen von 2001. Und wenn man genau hinguckt, vielleicht auf den ersten Blick fällt kein Unterschied auf, aber wenn man genau hinguckt, es gibt massig Unterschiede hier. Also es wurde wirklich viel Liebe zum Detail in diese Skins gesteckt. Es fängt an beim Auge. Guckt einfach die Augenpartie mal an bei beiden Raptoren. Sie sind halt komplett unterschiedlich. Also die Augen bei dem linken sind erstmal viel, viel größer. Dann der Bereich um die Augen herum sieht halt komplett anders aus als hier. Und das führt sich eigentlich über den gesamten Kopf fort, würde ich sagen. Also es sieht fast aus wie ein anderer Dino. Wenn ihr mal guckt, hier diese ganze Form von hier oben, die ist halt hier komplett anders geschwungen als hier rechts. Ah, das ist schon cool. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Kopf bei dem rechten Raptor, also bei dem Weibchen, viel, viel spitzer so ein bisschen zugeht. Also der ist so ein bisschen länger und spitzer, habe ich das Gefühl. Also der verläuft hier, glaube ich, wirklich ein bisschen spitzer zu als bei dem linken. Und auch dadurch ist auch irgendwie das Maul so ein bisschen länger. Aber das kann gut sein, dass ich mir das einbilde. Aber es sind viele Sachen, die so ein paar Unterschiede machen. Und ich finde es einfach mega, mega cool. Also es gibt echt viele, viele Dinge. Auch hier die Nasenlöcher sind anders. Und das ist echt fast so, als wenn die Entwickler von Frontier nochmal einen neuen Dinosaurier in das Spiel gebracht haben. Aber ich finde es einfach richtig cool, dass so viel Liebe zum Detail in diese Skins gesteckt wurde und dass sogar die Form verändert wurde. Und ich muss wirklich sagen, dieser Raptor hier, das Weibchen von 2001, ist mein zweitliebster Raptoren-Skin. Und dann kommen wir natürlich noch zum Vergleich mit dem Film. Ihr seht es ja schon im Hintergrund, links ist ein Screenshot aus dem Film, auch in sehr guter Qualität, muss ich sagen. Und rechts haben wir ein In-Game-Screenshot. Was natürlich als erstes auffällt, sind die Farbunterschiede der Haut. Das liegt aber, denke ich mal, wieder nur daran, dass einfach andere Lichtverhältnisse herrschen. Also ich glaube, das könnte schon sehr, sehr gut hinkommen. Auf jeden Fall ist die schwarze Maserung relativ identisch, was ich mega cool finde. Auch gerade im Bereich der Augenpartie, wenn ihr mal guckt. Die Augenpartie an sich sieht allgemein schon richtig, richtig gut aus. Und auch diese ganzen Höcker über den Augen und was das da alles ist, es sieht einfach fast 1:1 identisch aus. Also das haben die Entwickler von Frontier wirklich meiner Meinung nach richtig, richtig gut gemacht.
Ob jetzt die Hautfarbe wirklich identisch ist, darüber lässt sich natürlich streiten. Aber ich finde sie in-game sehr, sehr gut, deswegen sehe ich das nicht als Manko. Was mir persönlich noch ein ganz bisschen aufgefallen ist, sind, dass die Augen bei dem In-game-Skin ein wenig rötlicher sind als im Original. Im Original sehen die immer noch ein bisschen gelber aus, finde ich. Aber ich muss dazu sagen, dass ich diese rötlicheren Augen zu dem Skin noch eine ganze Nummer cooler finde. Hier auf dem zweiten Vergleichsbild sieht man auch nochmal wundervoll den Körper von dem weiblichen 2001 Raptor. Und ich muss echt sagen, das sieht so nice aus. Also die Farbe ist natürlich wieder links etwas dunkler, aber das liegt, glaube ich, wirklich an den Lichtverhältnissen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und die Maserung am Körper an sich jetzt sieht wirklich sehr identisch aus. Also die Flecken und sowas, das haben die wirklich gut gemacht. Ich sehe da jetzt keine großen Unterschiede. Sieht wirklich richtig gut aus. Wir springen mal zum nächsten Screenshot. Und da sehen wir auch wieder einen wundervollen Vergleich. Ich habe es natürlich wieder versucht, so gut wie es geht, nachzustellen. Ist jetzt nicht ganz perfekt, aber schon relativ perfekt. Der Schweif ist ein bisschen weiter unten auf der rechten Seite. Aber ich finde, auf dem Screenshot sieht man sogar, dass die Farbe hinkommen könnte, oder? Also sieht schon sehr ähnlich aus. Natürlich ist sie links noch wieder ein bisschen dunkler. Aber ich glaube, das könnte farblich schon wirklich richtig, richtig gut hinkommen. Und die Maserung sieht man jetzt nochmal richtig gut. Also die ist wirklich mega perfekt. Das Einzige, was einem hier nochmal ein bisschen mehr auffällt, finde ich, sind die Augen, dass die ein bisschen rötlicher sind. Aber ich muss so echt sagen, der In-Game-Skin ist einfach richtig awesome. Und da haben wir meinen absoluten neuen Lieblings-Raptoren-Skin für Jurassic World Evolution, den 2001 Jurassic Park 3 Raptor in männlich. Guckt ihn euch einfach an. Also sieht der nicht sick aus. Der sieht halt so bedrohlich aus mit seinen roten, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Höckern über den Augen, dann diese richtig roten, bedrohlichen Augen und diese Härchen auf dem Kopf. Es ist einfach awesome. Dieser Skin ist so der Hammer, also das ist mit Abstand mein absoluter Lieblingsskin aus dem Franchise und auch aus Jurassic World Evolution. Also der ist richtig, richtig cool und richtig krass. Ich würde sagen, wir schauen uns den jetzt auch nochmal ganz kurz im Vergleich zu dem 1993 Raptor an. Und da sehen wir ihn schon auf der rechten Seite. Links ist der Original 1993 Raptor und ich muss, also es ist wirklich unglaublich, oder? Der sieht so unfassbar gut aus. Also die Entscheidung ist wirklich mit Abstand gefallen, dass das mein absoluter Favoritenskin ist. Ich meine, guckt ihn euch an. Diese Augenpartie ist natürlich, also ich brauche die Unterschiede, glaube ich, nicht nochmal erklären. Es sind eigentlich relativ identisch. Was natürlich noch neu dazukommt, sind die Härchen hier oben, aber die kann man ja nicht übersehen. Und ich finde einfach, dass der so cool aussieht. Der sieht so böse aus, dieser Blick durch das Rötliche hier oben auf den, auf diesen Höckern hier. Das ist mega nice. Die roten Augen, diese Härchen. Und dieser coole weiße Streifen, der sich über den gesamten Körper zieht. Das werden wir gleich auch nochmal uns ein bisschen genauer angucken. Es ist richtig, richtig Hammer. Es ist auf jeden Fall mit Abstand mein absoluter Lieblingsskin. Und ich denke mal, die Unterschiede zwischen den beiden kann man sehr, sehr leicht sehen. Und ja, die sind halt, also er und das Weibchen sind schon sehr identisch. Ich kann auch mal eben das Weibchen nochmal für euch anzeigen. Moment. So, jetzt seht ihr auf der linken Seite hier das Weibchen von 2001 und hier das Männchen von 2001. Die beiden haben sozusagen zusammen Babys gemacht und Eier gemacht. Und ich finde, die sehen schon sehr cool zusammen aus, ne? Das ist schon nice. Also die beiden sind wirklich mit Abstand meine Favoriten-Skins, Raptor-Skins aus Jurassic World Evolution. Danach kommt direkt der Tiger-Raptor. Also das hier ist die Nummer 1, Nummer 2 und dann kommt der Tiger-Raptor. Also richtig, richtig coole Raptoren-Skins, die wir da bekommen haben. Und jetzt kommen wir natürlich noch zum Vergleich mit dem Film. Und da kommen wir jetzt zum ersten Vergleichsbild. Da sehen wir den Kopf von der Seite. Und ich muss sagen, mir fällt nichts auf, was ich hier bemängeln könnte. Also er sieht wirklich identisch aus wie das Original. Natürlich ist wieder die Farbe dunkler, aber das kennt ihr ja schon. Aber ich glaube, er ist wirklich so originalgetreu, dass ich hier einfach nichts bemängeln kann. Gehen wir mal zum nächsten Screenshot. Und auch hier ein wunderschöner Screenshot. Habe ihn natürlich wieder versucht, so gut wie es geht, nachzustellen. Sogar das mit der Zunge ist gut geworden vom Nachstellen her. Richtig krass. Also der Skin sieht einfach original aus wie der Ingame. Also den haben die so perfekt gemacht, das ist echt krass.
Und hier sieht man dann nochmal ein Bild vom ganzen Körper. Da sieht man dann nochmal schön diesen weißen Streifen, der sich bis hinten bis zur Schwanzspitze durchzieht. Und der Skin ist wirklich komplett identisch. Also ich sehe nichts, was sich irgendwie unterscheidet oder sowas. Und er sieht einfach so unglaublich gut aus. Also schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr diesen Skin findet. Ich feiere den wirklich übertrieben. Das ist wirklich mit Abstand mein Lieblingsskin. Ich meine, es gibt mittlerweile auch Blue in-game, aber dieser Skin, der Top Blue bei weitem. Blue ist, glaube ich, erst auf Platz. Ah, ich wüsste nicht, ob ich Blue vor dem Tiger Raptor mache oder darunter. Das wüsste ich nicht. Das könnte ich so jetzt nicht entscheiden. Und hier haben wir noch einen letzten Screenshot. Auch nochmal den Körper so halb von der Seite. Er sieht einfach unglaublich gut aus und einfach original wie im Film. Es gibt gar nichts zu bemängeln. Und das waren die Raptoren-Skins, die neuen. Und ich muss wirklich sagen, die sind so unfassbar gut geworden. Falls euch dieser Vergleich gefallen hat, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr von sowas sehen wollt, schreibt das gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.